Glück auf und hallo zum nächsten Part in meinem PBEM gegen Alexander Beck, der Hockey-General. Ja, und mal gucken, ob wir uns von unserem letzten Schicksalsschlag ein wenig erholen oder ob es heute gleich mit dem nächsten weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach der Wiedergabephase wieder. Mein Name ist Headbreaker und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Bis gleich.
sagten Glück auf und hallo. Ratet mal, wer das hier gerade zum zweiten Mal aufnimmt, weil er beim ersten Mal wieder seine Mikrofoneinstellung verkackt hat. Deswegen passen ja auch leider gerade nicht alle Befehle, weil ich natürlich dann den Zug abgeschickt habe. Dann ist mir aufgefallen, Mist! Und jetzt habt ihr gerade die Wiederholung gesehen und ich habe mich geärgert. Und deswegen könnt ihr euch sicher sein, dass im nächsten Ablauf nicht alles ganz so ist, wie hier die Befehle gerade gesetzt sind. Aber das macht nichts. Ich erkläre euch mal kurz, was wir hier vorhaben. Und ich kann euch schon sagen, dass Alex mir an zwei Stellen die Entscheidung abgenommen hat. Ich bin ein bisschen glücklich darüber und ein bisschen traurig darüber, weil Alex hier an manchen Stellen aktuell die Initiative hat, was mich ein wenig ärgert. Gut. Erstmal hier drüben hat Alex uns die Entscheidung aus zwei Gründen abgenommen. Wir wollten hier jetzt eventuell übersetzen, gegebenenfalls hier quasi dann vorgehen mit dem dritten Zug. Das können wir nicht. Grund, einmal, dass dieser Trupp unter Beschuss lag, der Spähtrupp. Alex weiß also, dass wir kommen. Meh. Doof. Das heißt, der Junge wird da liegen bleiben, wird nicht weiter vorgehen und wird erstmal nur dort warten. Das nächste, Alex wird neue Kräfte in der Mitte ran und bringt den Exodus zurück in die Mitte. Mit dem Exodus will er wieder in die Mitte drücken und dann haben wir ein Problem. Wenn wir es nicht schaffen, hier große Kräfte aufzureiben, drückt er dann wieder mit sehr vielen Kräften und das wird der zweite Zug nicht aushalten. Deswegen sind wir jetzt gezwungen, den dritten Zug in die Mitte zu verlegen, den zweiten Zug zu entlasten und später rauszurotieren. Und deswegen können wir hier einfach erstmal nicht vorgehen. Das heißt, der Spähtrupp bleibt da liegen, bis der Kontakt gebrochen, bis Alex ihn möglicherweise nicht mehr sieht. Hier die Gruppe wird zurückfallen, an eine Position gehen, wo ich schon lange hätte sitzen müssen. Hier auf der Seite. Komme ich gleich zu, warum. Die Gruppe wird hier sitzen bleiben, wird ein bisschen gucken, ob keiner guckt, wird sich abducken und im besten Fall dann auch später zurückfallen. Ja. Weil, wenn wir die jetzt hier hinbringen, ja, dann sind die erstmal erschöpft, aber das ist dann auch eine der letzten Gruppen, die wir abziehen. Da können die hier so grob auf die Seite wirken. Da hätte ich schon lange sitzen müssen, hätte ich einen MG hinschicken müssen, war doof. Dann das nächste. Diese Halbkette verlegen wir hier hoch und hoffen, dass sie von Alex seinem Jagdpanzer hier und Jagdpanzer hier nicht gefunden und beschossen wird. Wäre doof, weil da ein HQ drin sitzt, wenn das tot ist. Nervig. Gibt aber Schlimmeres. Ja. Das soll uns dann quasi hier ein zusätzliches MG stellen. Das MG wird hier hinfahren und für dieses Halbkettenfahrzeug, das wird an dieser Stelle sitzen bleiben und denen habe ich einen neuen Konus gegeben. Die sollen hier reingucken, sollen hier hingucken können, so grob, und sollen hier hinwirken können. Falls er sich hier zum Beispiel überlegt, hey, guck mal, ich habe doch eine Hellcat, mit der fahre ich jetzt hier in den Wald ran. Ja, doof. Dann könnte eventuell unsere Halbkette hier sagen, oh, hallo Hellcat. Schön, dass du da bist, schön, dass du wieder gehst. Und feuert da im besten Fall auch mal drauf. Im schlimmsten Fall kann seine Hellcat hier, wenn wir schießen, durchgucken und zerschießt uns. Wie gewonnen, so zerrunden. Warum ist es jetzt so wichtig, dass wir diesen Bereich hier einsehen können? Wir sehen Alex sein LKW hier nicht. Ganz im Gegenteil, ich befürchte, dass er hier durch diesen Weg wieder nimmt, aber hier leicht abgebogen ist, weil wir sehen hier neue Kontakte. Wir haben ja auch hier jemanden laufen sehen. Das heißt, ich glaube, dass er mit dem Exodus hier rüber drücken will. Hier rüber. Mit den Jungs hier. Das heißt, der Exodus wird sich auf diesen Bereich konzentrieren. Und ich glaube, dass die neu rangeführten Kräfte hier rüber kommen. Gegebenenfalls sogar hier über die Seite. Ich weiß nicht, ob er über die Seite kommt, weil er nicht weiß, dass wir hier nicht sitzen. Und übers freie Feld ist schwierig, aber es kann sein, dass er da von ausgeht. Das nächste ist, wir bleiben hier sitzen, die bleiben hier erstmal sitzen. Und das MG hat gerade mal wieder Mörserfeuer reinbekommen. Wie sollte es anders sein? Es kriegt ja ständig Mörserfeuer rein. Das wird stiften gehen. Das ist offensichtlich aufgespäht. Das verpisst sich.
nach hinten. Es ist ja auch aufgespielt, weil sie jemanden über den Haufen geschossen hat. Nach hinten wird hier aufbauen und vom Rückraum dann so, dass er nach Möglichkeit mit seinen ganzen kleinen 60mm Mörsern nicht weiter nerven kann. Hier. Mist. Ich wollte die Position hier eigentlich haben, um zu sehen, wenn er hier angerückt kommt. Und ein wenig was sehen wir ja. Außerdem wollte ich die Position haben zur Feldevaluierung. Das heißt, ich wollte hier Leichen zählen. War aber doof. Er schießt schon wieder auf uns. Wir haben einen leicht Verletzten. Also zurück hier seitlich Sicht gewinnen und unterstützen. Außerdem, weil ich davon ausgehe, dass er dann gleich mit Mörsern schießt. Zweite Gruppe. Buff. Weil er hat ja Sicht auf diesen blöden Hügel. Er kann den ja einsehen. Er kann ihn von da einsehen. Er kann ihn von da einsehen. Er sieht ihn von überall. Ja. Es war auch doof, die hier hinzuschicken, weil wegen denen weiß er jetzt, dass ich hier oben bin. Ich hätte das später machen müssen, weil dann hätten wir hier eventuell das MG aufgenommen. Jetzt können wir hier nur weg. Doof. Also zurückfallen. Hier neu aufstellen, weil ich will jetzt nicht den den ersten Zug will ich hier nicht auch noch aufreiben. Deswegen zurück, warten und vielleicht können wir die Waffe später aufnehmen. Ist dann halt so. Ja. Das MG haben wir ja schon besprochen, verlegt hier rüber, der Junge hat über 2000 Schuss dabei. Dann die verlegen hier rüber. Nein, stimmt nicht. Den Befehl hatte ich geändert. Die Jungs verlegen hier rüber und sollen, wenn wir eventuell mit unseren SD-Kfz von links hier in den Pulk reinhauen und die eventuell wieder stiften gehen, im besten Fall die Jungs von hinten attackieren und dann erschießen. Die sollen hier noch die Waffe weiter aufnehmen. Dann welcher ist er gerade dran? Dürfte auch ein MG sein. Genau. Die Waffe aufnehmen und im besten Fall haben die dann noch ein MG, sollen aber hier trotzdem spähen und die sehen ja da auch schon grob was. Eventuell eröffnen die nächste Runde schon das Feuer. Die Kameraden hier sollen auch in den Bereich gucken, aber auch nach hier vorne so ein bisschen, bleiben abgeduckt. Und hier habe ich den Befehl auch nochmal leicht geändert. Das heißt, die sollen den einen Mann hier noch versorgen, weil der ein G43 hat, werden sich dann mit ihrer Gruppe zusammentun und abliegen und werden auch darauf warten, dass der Feind hochkommt und diesen Bereich abdecken. Für das Flakfahrzeug haben wir den Befehl geändert. Der soll hierhin wirken. Ja, also da, wo jetzt quasi der Bazooka-Trupp liegt, soll dann zurückweichen im Millimeter, dorthin wirken und wird dann weiter zurückweichen. Ich hoffe, dass Alex dem nicht gleich gesagt hat, hey, geh auf das Flakfahrzeug los. Sonst könnte das passieren, wenn der hier rüber watschelt, dass der das Flakfahrzeug vernichtet. Aber durch die Bäume ist auch immer ein bisschen schwierig. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Pech. Hier das Flakfahrzeug zu verlieren, wäre doof. Und schon fast kritisch, aber keine Katastrophe. Aber immer wenn ich das sage, verliere ich es. Also es wäre eine Katastrophe, wir dürfen es auf keinen Fall verlieren. Kommen wir zur linken Seite. Spätrupp Fink bleibt da, wo Spätrupp Fink ist, weil Spätrupp Fink macht alles richtig. Er sieht die Feindbewegung. Gruppe Stein wird vor an die Position, das haben wir ja schon lange geplant, und wird dann den Kegel ändern und gegebenenfalls hier auf den Hügel wirken und dort unterstützen. Dort werden auch unterstützen dann mit das MG gegebenenfalls. Gruppe Juttig und Gruppe Nelle. Wenn wir dann hier eventuell aus allen Rohren übernächste Runde Feuer öffnen, müssen wir natürlich dann später hier die Jungs verlegen, weil das ist ja auch noch unsere Reserve und wir müssen also hier ein bisschen Shoot and Scoot mit der Scoot mit der Infanterie machen. Hier die SD-Kfz werden in dem Bereich wirken, logischerweise. Dieses Fahrzeug wird ungefähr in diese Position verlegen. Dieses Fahrzeug wird im besten Fall hier einen reinsetzen, wird dann hier rüber verlegen und wird hier aus diesem Bereich hoffentlich auch dorthin einen reinsetzen. Hier schießen wir auf den Hügel, auf die sich oben hinbewegenden Kräfte.
werden wir erstmal bleiben. Und hier, die wird umlegen, in diese Position feuern. Eventuell können wir dann irgendwann auch mal überlegen, gucken, ob wir eine Position finden, wo wir dahin feuern können, weil wir wissen, hier sitzt ein Dover 60mm Mörser. Auf der linken Flanke hat er uns jetzt auch eine Entscheidung abgenommen, weil warum wollten wir auf der linken Flanke vorgehen, um Alex zu beschäftigen, dass er hier Kräfte einsetzt. Das hat er jetzt von sich aus getan. Er kommt jetzt hier mit mindestens einer Gruppe, denke ich. Diese Gruppe hat uns hier unterdrückt. Besser gesagt, dieser blöde Barschütze hat das gemacht, aber die Gruppe hier ist unterdrückt. Wir werden jetzt hier gar nicht weiter vorgehen. Ganz im Gegenteil, wir werden uns jetzt erstmal wieder zurückfallen lassen, bis die Gruppe aufrückt. Eventuell vernichten wir sie, eventuell nicht. Und werden hier ganz in Ruhe vorgehen auf die Position von denen und werden warten, bis unsere Mörser hier einschlagen. Wenn sie das in 2-3 Runden nicht tun, dann spare ich mir das eventuell und werde die Mörser dann eher fürs Zentrum verwenden. Denn wir haben nicht mehr so viel und wir müssen die jetzt mit Bedacht einsetzen. Das heißt, wir werden hier schön wirken und werden dann im besten Fall übernächste Runde hier abwarten, ihn hier auffangen und uns dann 1-2 Runden später überlegen, hier vorzugehen. Es ist auch immer, er geht ja auf uns zu, das heißt, er weiß, wir sind da und es ist immer besser, wenn wir den Kontakt kurz wieder für ihn unterbrechen und dann wieder neu angehen. Ja, soweit mein grundlegender Plan. Für meinen Feuerbefehl für die Mitte, da ist natürlich, dass das jetzt nur ein Mörser ist, ist natürlich nervig. Beziehungsweise nicht nervig, sondern hat natürlich seine Nachteile. Aber wir wissen ja gar nicht, mit wie viel er hier kommt. Wir werden den Befehl dann hier lieber rüber verlegen. Das heißt, selbst wenn das Feuer schwer ist, die Rate of Fire ist natürlich niedrig, aber die kloppen natürlich trotzdem Fomp, 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 Fomp. 2 Mörser wäre schöner, hier wäre natürlich perfekt. Und Nebelwerfer wäre jetzt genau das, was ich bräuchte. Haben wir nicht, kommt dann beim nächsten Mal. Aber ich denke, es wird seinen Sinn und Zweck erfüllen. Hoffe ich. Ich denke, es wird da wieder disrupten. Und ich denke, es wird ihn wieder ein bisschen... Wir setzen ja die Artillerie jetzt auch ein bisschen wie so ein Schild ein. Gut, so viel zu meiner Planung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir müssen auch irgendwann sehen, hier den Panther mal zu verlegen. Der sitzt zwar eigentlich an einer schönen Stelle, aber ich befürchte, dass er ziemlich genau weiß, wo der steht und gegebenenfalls auch ausheckt, wo er jetzt demnächst hier hinfahren kann. Das heißt, gegebenenfalls müssen wir hier den mal verlegen, auch dass wir mal wieder mit dem Kollegen wirken können. Das sehen wir aber dann. Das machen wir nicht diesen Zug. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Im Namen von Spähtrupp Winkel sage ich immer Späher voran. Ihr wisst, die haben uns hier schon viel guten Dienst geleistet. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei und sei wie immer. Bis denn dann. Macht's gut. Ciao, ciao.